willkommen zurück hier zur Kristalledition. Wir eilen mal weiter hier die Route 44 entlang. Hier haben wir einen Pokéball. Und finden noch einen Hyperball. Die brauchen wir jetzt auch. Denn unser Lager sollte doch um einiges verringert sein. Nach unserem tollen Fangversuch. Für unser neues Suicune. Hier haben wir einen Trainer. Und den müssen wir auch aus dem Weg räumen. Okay. Tauschen wir jetzt mal? Ich denke mal, warum nicht? Wir nehmen mal unser Igelava. Hast du schon von dem legendären Vogel-Pokémon gehört? Natürlich habe ich. Und eventuell werden wir uns auch noch auf die Suche begeben nach einigen legendären Pokémon. Da bin ich eifrig am Überlegen, wie wir das so machen können. Und wann vor allem. Okay, los geht's. Polter, die Polter. Reicht nicht ganz, aber okay. Wir wissen ja, aller guten Dinge sind zwei. So. Noch ein Tauboga. Damit auch echte Abwechslung hineinkommt. Und ich glaube auch schon zu ahnen, was als nächstes kommen wird. Etwas, das uns wahrscheinlich ein wenig Zeit kosten wird. Wie ich mir vorstellen kann. So. Aua. Und ein Level Up. Juhu. Du bist nicht von schlechten Eltern. Das weiß ich doch. Eisfahrt voraus. Genau. Wir haben hier den Eisfahrt und der kann nervig werden. Juhu. Moment, genau. Wir müssen uns hier quasi lang schlittern. Und das machen wir auch mal. Versuchen wir es zumindest. Ich hoffe, hier gibt es keine wilden Pokémon. Aber es sieht ja beinahe nicht so aus. Ach du meine Güte. Ist das so richtig? Scheinbar nicht. Ach, na super. Ich habe beinahe vergessen, wie schön das hier wird. Okay, jetzt muss ich nachdenken. Und das kann natürlich schon daneben gehen. Moment. So könnte es richtig sein. Ach, hier gibt's Pokémon. Na super. Hier haben wir einen Quiekel. Und da wir so gut drauf sind, können wir auch mal ein wenig kämpfen. Weil wir hier gerade bei Eis-Pokémon sind. Und da es so schön einfach geht, können wir ja ein wenig trainieren. Warum auch nicht? Die Frage ist halt nur. Hier geht's runter. Ist das richtig so? Ich weiß es gar nicht so genau. Wir haben hier in jedem Fall Löcher. Und ich denke mal, die sollen wir bestimmt füllen.
oder runterfallen, ich weiß gar nicht genau. Moment. Aha. Wir haben hier Steinchen. Ah, und wir haben jetzt so viele wilde Pokémon. Viel zu viele. Und wisst ihr was? Was ich gleich machen werde? Trainieren will ich doch nicht mehr. Trainieren ist für Doofe. Ja. Hier müssen wir in jedem Falle vorher Steinchen hingeschoben haben. Und ich werde jetzt mal einen kleinen... Oh, wir haben 17 Superschutz. Damit haben wir in jedem Fall einige Schritte Sicherheit vor diesen Mistviechern. Die Frage ist halt nur... Wohin? Wo lang? Vielleicht ja so. Genau. Und dann müssen wir halt nur irgendwie diese Viecher hier, die Steine, reinschieben. In die Löcher. Also machen wir mal so. Moment. Und dann so. Und so. Und nochmal so. Also es fehlt schon mal ein Fels in der Brandung. Gut. Und in jedem Fall ist es auf jeden Fall super toll, dass wir hier keine doofen, wilden Mistviecher haben. Aber wir haben dennoch Probleme. Das muss ich nochmal wieder überlegen. Das geht doch so gar nicht, oder doch? Mal schauen. Ich habe eine unglaublich schlechte Vorstellungsgabe. Ich kann mir Sachen nicht gut vorstellen. Ach doch, natürlich. Ah, ich bin doof. Also, so. Schwuppdi, schawuppdi. Runter damit. Okay. Da oben haben wir eins, hier haben wir eins. Also mal weiter irren hier. Und weiter schieben vor allem. Wuppdi. Moment. Mal gucken. Müsste so gehen. Also. So. Und dann. Noch einmal so. Ja, so haben wir es. Ich rede jetzt vielleicht ein bisschen doof. Mit so und so und so, aber ist gar nicht mal so einfach, sich halbwegs konzentrieren zu müssen und dabei rumzulabern. Nochmal hier ein bisschen schieben. Ach, wie doof. Aber ich würde sagen, wir können noch einen Schutz benutzen. Immerhin haben wir noch 16 Stück davon. Das ist natürlich super. Okay. So. Und so und so und so. Und so. Moment. Haben wir hier irgendwie jetzt außen lang? Ich hoffe es. Ansonsten werde ich jetzt ganz laut weinen. Ja, geht Gott sei Dank. Machen wir mal so und so. Und damit sollten wir es doch haben. Und müssten hier irgendwie weiterkommen oder so. Ein Top-Trank, den wir mitnehmen. Halt, falscher Knopf.
natürlich. Moment. Wir können... Tja. Den Angriffswert können wir mal erhöhen. Den Angriffswert von Georok, warum nicht? Und dann... finden wir einen Top-Trank. Wir können hier weiter lang irren. Okay. So vielleicht? So vielleicht? So vielleicht? Ja! Noch ein Hyperheiler. Gut, neue Etage, neues Glück. So. Was finden wir hier? Ewiges Eis. Das wollen wir auch noch mitnehmen. Insofern. Geben wir das Münzamulett mal. Kadabra zum Tragen. Und finden ewiges Eis. Ein Item, was Eisattacken stärkt. Also stärkt, nicht stärkt. Das ist halt mein Bad Deutsch. Gut, hier geht's weiter. In diesem riesigen Eislabyrinth. Topschuss brauchen wir jetzt nicht. Wir wollen Superschutz haben. Okay, dann weiter. So. Sind wir hier richtig? Ist doch so groß hier. Wie ich sicher schon mal sagte. Hier ist ein Pokéball. Eisen! Mensch. Eine richtige Goldgrube hier. Moment. Wir nehmen mal... Ja, was nehmen wir hier mal? Ein Paraheiler. Wobei, nee, nehmen wir nicht. Wir nehmen mal... Tja. Wutkeks. Das ist wirklich doof irgendwie, dass man nur so wenig Platz hat. Im Inventar. Da finden wir Eisen. Und dann geht's hier mal weiter. So vielleicht. Und hier hoch. Protein können wir auch nicht nehmen, das gibt's doch gar nicht. Tja, wo haben wir denn unser Eisen? Verteidigungswert erhöhen. Kadabra, würde ich mal sagen. Und dann finden wir Protein. Wir finden noch ein AP Plus, ist ja unglaublich. So, 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 so. Und hier ist der Ausgang. Und wir landen direkt in Ebenholz City. Und hier werden wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es an die Erkundung geht. Von der nächsten großen City. Das Abenteuer hier ist erledigt. In dem Eislabyrinth. Also dann, bis zum nächsten Mal.